herzlich willkommen zu einer neuen Map-Vorstellung bzw. zu dem Frankfurt Rebuild Add-on Map, wie auch immer, könnt ihr nennen, wie ihr wollt. Und da habe ich jetzt vorgestern, vor ein paar Tagen, die Version 2.1 gezeigt, ne? Von Abdel Muin 123. Viele Leute haben sich beschwert, dass es ein bisschen unrealistisch ist. Und ich glaube, er hat sich das ein bisschen zur Brust genommen und hat da jetzt mal ein bisschen was überarbeitet. Und das zeige ich euch jetzt hier mal ganz flink und schnell. Vor allem die Baustellensituation. Ne? Also hier haben wir schon mal da, dass hier, Achtung, Baustelle steht hier. Vorher stand es irgendwie auf, was weiß ich was, auf einer anderen Sprache stand es halt da. Ne? Und er hat das jetzt hier ein bisschen überarbeitet. Da könnt ihr jetzt erneut meckern. Oder ihr sagt, nee, es ist okay so. Da fahren wir jetzt hier mal lang, dann zeige ich euch jetzt mal. Klar, es ist ein bisschen übertrieben hier, was vielleicht mit den Balken und so angeht, aber jetzt nur mal so, damit hier zum Beispiel richtig Kugelstraße, Kiesstraße, vorher war das eine Teerstraße, ist jetzt hier nicht mehr der Fall. Wir haben hier bloß noch eine kleine Erhöhung, also die Kurve ist nicht mehr ganz so stark. Also es hat sich hier ein bisschen abgeändert, ne? In einer abgespeckten Version, sagen wir es mal so. Und sieht auch ein bisschen realistischer aus jetzt hier, ne? Was Baustelle betrifft. Schau, und schon ist es auch hier schon zu Ende. Könnt ihr mal mit dem alten Video vergleichen, alter Schwede. Ich kann es ja mal nochmal dann verlinken in der Beschreibung. Hier jetzt auch mal von der anderen Seite haben wir ja hier schon hier mit dem 30er Schild und hier wird die Straße ein bisschen aufgeteilt. Auch gar nicht so schlecht hier. Und hier wird es dann auch mal ein bisschen kleiner. Das sieht eigentlich so weit ganz hübsch aus, vor allem mit dem gelben Streifen hier auf der Straße. Hier, okay, hier haben wir noch einen Fehler, könnt ihr sehen. Das ist nicht so hübsch, dann müsste man vielleicht das Standmodell rausnehmen, weil es eigentlich Baustelle ist. Da müsste praktisch die Straßenführung hier abgeändert werden vom AI-Verkehr. Was aber komisch ist, weil hier fährt er. Das ist irgendwie komisch. Der wartet hier eigentlich, dass er fahren kann. Aber da frage ich mich, wie der hier auf diese Spur kommt zu den Autos. Naja, gut, nichtsdestotrotz. Hier ist auf alle Fälle nochmal ein bisschen Baustelle und so. Das sieht ganz schick aus hier. Guck mal hier. Das auch mal. Guck mal hier. Ah, auch ganz cool. Hier ist auch die Straßenführung ein bisschen geändert hier. Und hier auch ein bisschen. Sieht auf alle Fälle so weit gar nicht so verkehrt aus, ne? Also Frankfurt hat jetzt ein bisschen überarbeitet, gefällt mir ganz gut. Vor allen Dingen jetzt auch die neue Baustelle. Aber er hat jetzt diesmal Stuttgart mit hinzugefügt, beziehungsweise ein bisschen erweitert. Und das gucken wir uns jetzt auch mal ganz flink an. Das machen wir auch mit der Flycam. Und dann schauen wir doch mal hier, ne? Was er hier gemacht hat. Also allzu viel sollte es nicht sein. Er hat irgendwas geschrieben mit, irgendwas mit hier. Ah, hier kann man es schon gut erkennen, hier. Mit Firmen-Addings, ne? Also er hat hier praktisch in den Firmen, hat er hier schon angefangen, hier diese Lampen zu bauen. Stehen auch viele Standmodelle rum. Das finde ich auf alle Fälle ganz cool, weil gut, ist vielleicht ein bisschen übertrieben hier mit dem ganzen Zeug hier. Aber diese Standmodelle sind ganz cool. Bringt ein bisschen Farbe ins Spiel hier, ne? Macht ja auch Sinn. Hier auch. Gibt es vielleicht auch noch so richtige Markierungen und so, wo man sich hinstellen kann. Das mag jetzt vielleicht auch nicht so verkehrt sein. Ansonsten haben wir hier noch nicht so viel. Also er hat wirklich das überarbeitet. Frankfurt nochmal komplett und hat jetzt angefangen mit Stuttgart, wenn ich jetzt das richtig erkennen kann. Hier sind auch nochmal so komische Abtrennungen zwischen den Toren. Ist auch nochmal so ein bisschen so Backengedöns hier. Schauen wir mal weiter, ob wir noch was finden. Hier ist auch eine komplette Absperrung hier. Ob das Sinn macht, weiß ich nicht. Hat er halt gemacht, ist halt nochmal so. Hier sind auch so Ketten, also nochmal so eine Art Parkplätze. Dann geht es hier weiter. Das ist ganz kurios. Hier ist auf. Wieso ist hier auf? Hier ist auf. Guck mal hier. Hier fehlt ein Tor. Vielleicht kommt hier ja noch was. Weiß ich nicht. Aber hier ist auf alle Fälle nochmal ein Tor. Und das ist offen. Kurios.
Hier genauso. Hier kann man jetzt mit dem LKW reinfahren, sich hinstellen und schön schlafen oder was auch immer. Das ist ganz cool. Und da mal die Tore offen sind. Hier kam dann nichts mehr. Schauen wir mal drüben noch in dem anderen Gebiet hier. Ne, das ist die falsche Straße. Was immer, hier geht's lang. Ob hier noch irgendwas kommt. Oh, ich glaube nicht, hier kommt nichts mehr. Nee, also hier hat er dann nichts mehr gemacht. Aber wie schon gesagt, er hat jetzt angefangen. Jetzt gehen wir wieder zurück in Frankfurt. Da sind wir wieder. Hat halt wieder angefangen, beziehungsweise hier ein bisschen das abgeändert in Frankfurt am Main. Finde ich ganz cool. Sieht jetzt auch ein bisschen realistischer aus wie vorher. Das ist natürlich alles Geschmackssache, ganz klar. Der eine sagt, oh, das ist viel zu betrieben gewesen. Aber ich sag, lieber ist überhaupt was in der Stadt da, wie es jetzt, wie es halt vorher aussah. Da war ja gar nichts. Da fährst du jetzt durch die Gegend und da ist nichts. Ne? Hier sind wenigstens Gebäude da und Baustellen und das hat man halt einfach in der Großstadt. Und ja, das finde ich ganz gut. Klar sind hier und da noch Fehler drin mit diesem Fahrzeug hier drüben, dass da die Autos durchfahren. Soll nicht sein. Aber passiert halt einfach. Das ist, finde ich, jetzt nicht so tragisch. Muss halt überarbeitet werden und dann ist gut. Was ein bisschen komisch aussieht, sind hier unsere Häuser, die er hier mit hinzugefügt hat. Das zeige ich euch jetzt aber gleich nochmal genau, warum. Denn, wenn ich jetzt hier mal oben hochgucke, was soll das da oben sein? Ach ja, das ist von Frankfurt der Tower, ne? Entschuldigung. Aber hier oben, das war irgendwie noch nicht so ganz so listen. Ah, gut, das soll so ein. Okay, gut, das gehört anscheinend so. Okay, das ist halt so ein Haus. Gut. Alles klar. Gut, gehört halt dazu. Aber wie schon gesagt, hier noch ein paar Türme mit hinzugekommen, ein paar Häuser. Ja, muss auch sein. Hier war ja meine Ampel, die ist nicht mehr da. War ansonsten ganz schick gemacht eigentlich. Für die neue Überarbeitung ein bisschen realistischer als wie vorher. Dann würde ich sagen, lasst ein Däumling da für die neue überarbeitete Frankfurt Version 2.2 plus Stuttgart kommt jetzt auch hinzu anscheinend und da freuen wir uns natürlich auf weitere coole Updates. In diesem Sinn, viel Spaß damit, macht's gut, bis bald und ciao.